Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Let's Go. Ich habe eine ganze Menge hier rumgefangen, wie man vielleicht sieht. Ich habe bisher 120 Pokémon gefangen. Das letzte, was wir hier waren, hatten wir, glaube ich, keine 30. Von daher habe ich ein bisschen trainiert. Alle unsere Pokémon sind jetzt auf Level 27. Nicht alle, aber tatsächlich sehr viele. Das heißt, wir haben jetzt auch eine größere Auswahl. Und da habe ich mir gedacht, auf dem Rückweg holen wir uns doch schnell nochmal unser Shiggy hier ab. Du hast mir dein Talent als Trainer ausreichend bewiesen. Ich glaube, du solltest diesen kleinen Störenfried jetzt sehen können. Willst du dich um meinen Shiggy kümmern? Gerne. Also gut, ich verlasse mich darauf, dass du dich um meinen Shiggy kümmerst. Vielen Dank. Das werde ich jetzt allerdings erstmal nicht trainieren. So, dann werde ich nämlich eh zurück nach Azuria City gehen. Dann können wir auch schnell mal noch Bisasam und Glumanda abholen. Außerdem muss ich mich jetzt um mein Team kümmern. Der Typ hier unten hat uns übrigens dafür, dass wir ihm gezeigt haben, dass wir 5 Fukanos gefangen haben, hat er uns ein Snobili-Cat geschenkt. Ich glaube, weiß ich gar nicht, war das derselbe, der uns gefragt hat, Hund oder Katze, also Mauzi oder Fukano? Naja, wo wir schon mal hier sind, möchte ich euch nochmal ganz kurz sagen, das ist genau an dieser Stelle. Hier habe ich die Fukanos gefangen, bin hier ein bisschen rumgelaufen und tatsächlich ist hier ein Abra aufgetaucht. Und nicht nur eins, sondern relativ viele. Also es scheint gar nicht mal so selten zu sein hier. Wir haben hier einen Pummeluff gefangen. Naja, was soll's. Haben wir einen Pummeluff gefangen? Nee, wir haben einen Scharnierer gefangen. So rum. Scharnierer ist tatsächlich gar nicht so schlimm, von daher muss ich mich da nicht so drüber ärgern. Scharnierer scheint es aber auf fast jeder Route zu geben, denn auf der Route hier unten rechts gab es auch Scharnierer und beim... Also hier, ja, ihr wisst schon, Florania City aus rechts, da gab es auch Scharnierer und bei der... Pension ja ebenfalls. Von daher haben wir eine ganze Menge an Scharnierers. Ich habe ja einfach ein paar, die nicht trainiert werden sollten, reingepackt, um das Goldball vielleicht noch auf 27 zu machen, aber dann hatte ich keine Lust mehr. Von daher packen wir unser Team mal wieder zusammen. Ich habe mir noch ein zweites Traumato gefangen, welches wir auch nutzen dürfen. Wisst ihr warum? Shiny Claws. Ich habe tatsächlich ein Shiny Traumato hier rumlaufen sehen. Und die habe ich hier in den Regeln nicht angesprochen, aber ich habe gehört, wir nehmen dieselben Regeln wie in den normalen Nuzlocks und da gibt es natürlich die Shiny Claws. Da sollten wir einen Shiny treffen, dürfen wir das jederzeit fangen und theoretisch mit ins Team nehmen. Von daher, ja, habe ich hier ein schönes Shiny Traumato. Es ist nicht trainiert, dass wir es benutzen können, fast. Aber ich habe mich für ein anderes Team entschieden. Wir nehmen nämlich natürlich Pikachu mit ins Team. Der muss natürlich an Stelle Nummer 1. Dann nehmen wir nach wie vor Nidoprinzess mit. Stecken wir mal hier an Stelle 2. Wir bleiben natürlich bei Tauboga. An Stelle Nummer 3. Außerdem kommt Flowey natürlich noch weiter mit dazu. Der hat mittlerweile auch Megasauger gelernt. Das heißt, rein theoretisch spiele ich mittlerweile mit dem Gedanken, dass wir das Gute tatsächlich entwickeln könnten. Wir haben jetzt Gyarados im Team. Ebenfalls Level 27, wenn man sehr weibliches Team, wie es aussieht. Und als letztes Teammitglied musste ich mich jetzt entscheiden zwischen unserem Snobili Cat, unserem Fukano und unserem Scharnierer. Ich würde sagen, ich würde früher oder später gerne einen Fukano mitnehmen. Aber ich warte damit, glaube ich, lieber, weil wir, wie ich schon mal sagte, nicht so viele Feuer-Pokémon in diesem Spiel bekommen können. Vor allem, wenn wir Vulpix noch zu einem Alola-Vulpix packen wollen, wenn wir überhaupt einen Vulpix bekommen. Das heißt, es würden tatsächlich nur noch Ponita und Glumanda übrig bleiben. Und vielleicht noch irgendwann Magma, aber wer weiß. Von daher möchte ich Vulcano gerne noch für die Pflanzenarena aufsparen. Nehmen wir dann mit ins Team. Jetzt nehmen wir erstmal Scharnierer mit. Einfach damit wir halt einen tankigen Auswechselkandidaten mit dabei haben. Also das ist unser aktuelles Team. Wir können noch nicht auf Gyarados reiten, weil Gyarados nur im Wasser unterwegs sein kann. Wenn wir den jetzt rauspacken, dann ist er nicht zu sehen. Von daher, keine Ahnung, kann ich Scharnierer hier mit ein bisschen rumgammeln. Egal. Auf so Billigard konnten wir reiten, da bin ich auch schon ein bisschen rumgelaufen. Das ist ein bisschen ein Fahrradersatz, deswegen bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob es ein Fahrrad überhaupt noch gibt, weil man ist auf Scharnierer wirklich schnell. Naja, auf Scharnierer vor allem. Aber auf so Billigard ist man wirklich schnell. Von daher bin ich mir gar nicht mehr so wirklich sicher, dass es hier ein Fahrrad noch gibt, weil das braucht man eigentlich nicht. Deswegen gibt es ja auch die Turbodrehter nicht, weil dafür gibt es auf dem Pokémon-Reiten. Nur leider kann keines unserer Teammitglieder geritten werden. Weder Pikachu noch Goldberg, hat man eben auch gesehen, würde nicht funktionieren. Und die anderen sind noch nicht voll entwickelt, außer Scharnierer, auf dem geht es auch nicht. Und Gyarados geht nur auf dem Wasser, von daher, ja, haben wir noch nicht so viele Möglichkeiten, uns damit ein bisschen schneller vorzubewegen. Aber egal, ich muss noch mal kurz nachgucken. Ich habe nämlich tatsächlich vergessen, welches Pokémon wir in die Pension abgegeben haben. Mankey! Stimmt, wir haben ja noch einen Mankey. Welches Level ist es denn mittlerweile? 10 Level angestiegen.
Sorry, aber Mankey können wir nicht mehr mitnehmen. Es hat nämlich unfassbar viele Superbälle gefressen, das Training. Von daher müssen wir erstmal wieder ein bisschen weitermachen. Wir sollten noch genug dabei haben, um damit noch was ausrichten zu können. Also um damit auch die nächsten Routen noch abdecken zu können und da Sachen zu fangen. Aber jetzt holen wir uns erst einmal Bisasam ab. Das war ja, glaube ich, hier. Jipp. Ich komme mich im Falle zu Pokémon, jetzt wo Bisasam wieder richtig fit ist, würde ich es gerne des Trainers geben. Du hast 120 Pokémon gefangen, da bin ich wirklich beeindruckt. Ich glaube, ich kann es dir anvertrauen. Wärst du so lieb und würdest dieses Bisasam an dich nehmen? Gerne. Das erweitert unsere Option natürlich immens, wenn wir einen Ersatz für Gyarados haben mit Chigi, einen Ersatz für Flowey haben mit Bisasam und einen Ersatz für Fukano haben mit Glumanda. Aber bislang haben wir halt nur einen Pokémon verloren und das zähle ich nach wie vor nicht so wirklich, weil Evoli halt eine Attacke eingesetzt hat, die es eigentlich nicht können dürfte. Das heißt, das war definitiv... Ja, wie gesagt, ich persönlich sehe das nicht als wirklich einen Fehler unsererseits oder sonst irgendwas, sondern einfach etwas, was man nicht wissen kann, wenn man Let's Go Evoli nicht gespielt hat. Ich meine, man hätte theoretisch drauf kommen können, aber andererseits, ich fand es halt bei Pikachu schon so abwegig. Ich finde ehrlich gesagt Doppelkick auf Evoli noch abwegiger. Ja, gerne. Du hast jetzt 120 Pokémon gefangen. Boah, wie cool. Ich will, dass du dich ab jetzt an meinen Glumanda kümmerst, einverstanden? Dann verlasse ich mich auf dich. Die Starter sind beisammen. Und wie wir gesehen haben, hier oben konnte man ja auch Shigi fangen. Und dieser Samen konnte man auch im Vertania-Wald fangen. Von daher wird man wahrscheinlich früher oder später auch noch Glumanda fangen können. Also es ist nicht die einzige Möglichkeit, an die drei zu kommen. Aber ein Exemplar bekommt man quasi geschenkt. Ich hoffe so ein bisschen innerlich, dass es das mit Dratini vielleicht ähnlich läuft, dass man Dratini vielleicht auch geschenkt bekommen könnte. Ich hätte nämlich echt Bock auf einen Dratini, aber... Ich meine, wann hat man schon mal die Chance, in einem Let's Play einen Dragoran zu trainieren? Ist sehr, sehr selten der Fall. Magst du die Bank oder hast du was gefunden? Du hast natürlich was gefunden, eine Sananabeere. Okay, vielen Dank. Kannst du unsere Pokémon noch heilen? Ich meine, du bist ein Chanera. Theoretisch müsstest du ja... Du kannst Weichei. Ist das ein wildes Pokémon? Wirkt so, wir müssen also aufpassen. Wir sollten nicht in Ibitak rennen, weil wir haben genug Flug-Pokémon. Wir könnten uns einen Glurak holen. Wir haben einen Gyarados, wir haben einen Golbat, wir haben einen Tauboga. Ich will jetzt nicht unbedingt einen Ibitak haben. Bei Radikal brauchen wir keine Angst haben, aber Ibitek scheint relativ schnell durch die Gegend zu fliegen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht reinrennen. Schon wieder Evoli. Tja, wie gesagt, das komplette Team auf 27. Warum 27? Der Arenaleiter hat Level 26. Und da habe ich mir gedacht, mit 27 sollten wir gut dabei sein. Gegen den Evoli gehen wir mal auf Nidorina. Oder auf Nidoprinzess. Diese Sandwürme geht mir so auf den Nerven. Ich glaube wirklich, das ist die Attacke nach Tackle, mit der wir in diesem Let's Play mit Abstand häufigsten getroffen wurden. Aber bislang hat es uns noch null tangiert, weil wir einfach jedes Mal trotzdem angegriffen haben. Also, nimm den Biss. Das war so klar, ich hätte es nicht sagen dürfen. Ja, ja, du mich auch. Versuchen wir es nochmal. Gut, dass du unsere physische Verteidigung senkst, um dann speziell anzugreifen. Du bist wieder eine ganz clevere, wie es aussieht. Ciao, Evoli. Und dein Duflor. Ja, leider haben wir jetzt natürlich unser Fukano nicht mit dabei. Das wäre jetzt ein erster Auftritt gewesen, aber wir haben natürlich auch Tauboga für diesen Fall. Fukano hat tatsächlich deutlich länger zum Trainieren gebraucht als Chanera oder Gyarados. Was ich nicht erwartet hätte, aber okay.
Tucano kann mittlerweile auch echt schon gut attacken. Also es kann Flammenwurf, es kann Hitzewelle. Ich glaube, da würde eine theoretische Entwicklung zu Akani gar nicht so wirklich viel im Wege stehen, außer dass wir einen, naja, einen Feuerstein brauchen. Aber bis auf das brauchen wir da gar nicht mehr wirklich viel für. Von daher, ja, sobald wir einen Feuerstein finden, nehmen wir, glaube ich, tatsächlich Fukano oder beziehungsweise Akani mit ins Team. Da können wir dann auch endlich drauf reiten und sind doch deutlich schneller unterwegs. Das ist noch ein zusätzlicher Vorteil dann an der Wahl. Aber das wäre schon sehr schön. Also das würde ich sehr gerne mitnehmen. So, ich behalte das Gras da oben weiter im Auge. Aber jetzt gehen wir erstmal hier runter zum Trainer. Einen Supertrank. Ich hätte zwar lieber Superbälle, aber okay. Hallöchen Dimitri und Hallöchen Onyx. Es hätte echt riesig, das Onyx. Ich würde gegen Gyarados einsetzen, aber Gyarados hat noch keine Wasserattacke. Den sollte ich vielleicht mal Siedewasser beibringen, solange er noch keine physische Wasserattacke erlernt hat. Aber er kann Knirscher und Drachenrute. Also das sind schon zwei Attacken, mit denen ich durchaus leben kann. Da verzichte ich auch erstmal auf eine Wasserattacke. Wie gesagt, Megasauger ist mittlerweile drauf und das war ja die einzige Attacke, auf die ich eigentlich noch abwarten wollte, bevor ich es entwickle. Meine Matschbombe sollten die rein theoretisch noch als TM bekommen. Von daher sind die beiden Step-Typen abgedeckt und wenn wir dann noch Giftpuder und Schlafpuder drauflassen oder so weiter und so fort, dann... Oder vielleicht noch Sonnentag draufpacken, je nachdem wie wir wollen. Vielleicht statt den beiden Pudern dann Sonnentag Solarstrahl wäre auch noch eine Möglichkeit. Also dann können wir noch eine ganze Menge mitmachen. Wir schauen erstmal. Kam hier unten noch was? Auf jeden Fall ein Trainer. Aber ich dachte, hier unten wäre auch noch ein Item irgendwo gewesen. Das ist mal ein Grund, hier runter zu springen. Du hast also drei Stück, ja? Werden wahrscheinlich dreimal Kleinstein sein. So viele Auswahl Gesteins-Pokémon hat man ja hier damals nicht gehabt. Los geht's, Flowey. Tarnsteiner, okay. Wir sollen also nicht mehr wechseln. Müssen wir aber rein theoretisch auch nicht mit Flowey draußen. Kleinstein ist weg. Vielleicht hat er zumindest schon Georock, aber das wäre, glaube ich, bei drei Pokémon vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel. Vielleicht hat er Sandan oder sowas, um ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Ich werde aber auch einfach nur dreimal Kleinstein. Nimm das Rasierblatt. Das ist vielfach effektiv, von daher müssen wir hier nicht mit Megasauger angreifen. Und juhu, abwechslungsreicher Trainer. Und das noch bevor die Höhle überhaupt kommt. Die größte Höhle des Spiels. Ich glaube sogar bis auf die Siegestraße die letzte Höhle des Spiels noch, ne? Na gut, wir können... Ich weiß nicht, ob das wirklich als Höhle zählt. Wir haben ja da hinten noch diese... Die Eisgebiete, ne? Ihr wisst schon. Das ist halt eher so eine Eishöhle, aber ja, das könnte man auch noch als Höhle zählen. Genera ist plötzlich wieder da, hinter einem Baum aufgetaucht, okay. Ja. Was steht hier nicht drauf? Route 9. Wollen wir jetzt hier gucken, ob wir was Cooles finden? Also ein Habitak sollte es nicht werden. Es kann passieren, wenn es in uns rein fliegt. Oh Gott. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier noch wirklich was Spektakuläres gibt. Wenn wir jetzt hier einen Habitak fangen, dann sind wir das zumindest los und dann wird uns das definitiv... Dann haben wir eine Free Card auf den nächsten Kram, der so kommt. Wenn wir so die Standard-Pokémon, Radfratz, Taubsi, Habitak und so weiter und so fort dann alle schon mal hatten, kann es das definitiv so ein bisschen weiterbringen. Ist noch nicht so wirklich die Gyarados-Zeit, die aktuell. Wäre eigentlich tatsächlich bis auf die Steintrainer, der Rest hier wäre echt gut für Fukano gewesen.
Das fängt ja echt gut an. Danke, Paras. Dann warten wir mal ein bisschen. Okay, auf mir aus. Ich versuche nochmal Schlaf, Bruder, wo wir schon schlafen. Hast du ein Tauschprojekt oder was? Oder auch nicht. Vielleicht kann das auch nur Schlaf, Bruder. Wieso ist das eigentlich wieder nur auf Level 19? Wir haben eben gegen drei Level 22er Kleinsteins gekämpft und kämpfen jetzt gegen ein Level 19er Paras. Komisch gebalanced die Trainer hier, aber okay. So, Ibita Kabita kommt jetzt. Auf die Schnelle noch was Interessantes. Außer ein Radfatz. Sehen wir bislang Radfatz, Radikal, Habitak und Ibita gesehen. Bleibt erstmal dabei. Dann gehen wir rüber zum nächsten Busch. Wie gesagt, das Schlimmste, was uns hier passieren könnte, ist, dass ein Habitak in uns reinfliegt. Und dann haben wir halt für die nächste Route definitiv den Habitak-Encounter erstmal ausgesetzt. In der nächsten Route könnte aber durchaus ein Knofenser auftauchen. Muss langsam mal endlich mal kommen. Wir haben halt so viele Mirablas hier gesehen, aber noch kein einziges Knofenser. Wobei, war Knofenser vielleicht ein Evoli-Exklusives? Ich weiß, dass da ein bisschen was dabei war, wo ich mich gewundert habe und mich gefragt habe, ob das damals auch so war. Kann sein. Ich weiß, dass Mauzi eins von den Vieren waren, die exklusiv für eine der Editionen waren. Ich glaube tatsächlich, Knofenser war ein zweites. Vielleicht ist das tatsächlich Evoli-Exklusiv und deswegen bekommen wir das hier gar nicht. Ich weiß aber nicht mehr, was die dritten und vierten waren. Also es waren halt... Zwei davon gab es nur auf Evoli, zwei davon gab es nur bei Pikachu. Ich meine, Mauzi, jetzt wo ich drüber nachdenke, Knofenser waren zwei davon. Das heißt, eigentlich wissen wir ja, das Pokémon, was es statt Knofenser gibt, bei uns schon gefunden haben. Ich weiß nicht, ob das Vulcano war, das wäre aber komisch. Ich weiß, dass es ein Feuer-Pokémon war und ich weiß, dass es nicht Ponita war. Es war entweder Vulcano oder, oder Vulpix. Und ich denke tatsächlich jetzt, was ich darüber nachdenke, eher, dass es Vulcano war. Es kann sein, dass es Vulcano hier gibt und dafür Knofenser bei Evoli, wobei ich da sagen würde, dass es Vulcano oder definitiv die coolere Wahl ist. Es kann durchaus sein. Das heißt auch, dass es nicht mehr so viele Möglichkeiten gibt, was wir auf der nächsten Route fangen könnten. Weg mit dir. Ich habe übrigens hauptsächlich Radikals gefangen und Janeras, wenn ich sie gesehen habe, weil die meisten Erfahrungspunkte auf den Routen da unten gegeben haben. Aber ich habe insgesamt fast 50 Radikals gefangen und verschickt. Ich habe mit Taubogas angefangen, habe dann festgestellt, dass Radikal noch mehr bringt. Und Janera natürlich sowieso. Janera ist halt so ein bisschen wie Ordoch auf, in der fünften Generation. Das war ja auch immer, wenn das Gras geraschelt hat, war das jetzt so eine sehr hohen Prozentchance Ordoch. Und damit das dann hat man quasi super gut trainieren können. Ja, dass es Janera hier auf so vielen Routen gibt, ist das halt auch immer ein absoluter EP-Boost. Ich weiß auch nicht genau, warum, aber ein Radikal hat einen zwölffachen, also zwölfmal der normalen EP-Anzahl gegeben. Ich weiß nicht, warum. Da stand irgendwas mit Größenbonus dran. Und aus irgendeinem Grund hat das Viech dann 1200 statt den üblichen 200 Erfahrungspunkten gebracht und hat uns halt super gepusht aus dem Nichts. Also es hatte die normalen Multiplizierer waren drauf mit Fang mit dem ersten Ball, mit einem exzellenten Wurf und so weiter und so fort, was da halt immer kommt. Aber dann kam, stand da drunter eben noch Größenbonus und dadurch mal 12 statt dem üblichen mal 3,3 oder so, die da immer standen. Das hat mich irgendwie verwirrt. Ich weiß nicht genau, wofür ich diesen Größenbonus bekommen habe und auch nicht genau, was denn jetzt so besonders an der Größe von dem Viech dann war. Aber irgendwas scheint da besonders dran gewesen zu sein.
Okay, dafür ist unser Ryan hier am Start. Dann nimm den Donnerblitz. Der Pikachu ist, glaube ich, erstmals im kompletten Durchgang hier nicht unser höchstgeleveltes Pokémon. Ich brauche Superbälle, Mann. Okay, was kommt hier jetzt Schönes? Oh shit. Oh shit. Kommt noch was anderes hier raus als Ibitak? Ich glaube, hier gibt es wirklich nur Ibitak und Halbitak. Ich gucke mal, ob hier rechts noch ein Gras kommt, was zu dieser Route zählt. Ich glaube nicht, dass hier rechts noch ein Gras kommt, was zu dieser Route zählt. Ich glaube, das zählt schon zum nächsten. Deswegen schnappe ich mir jetzt hier einen Habitak, damit ich nicht den ganzen Weg wieder zurücklaufen muss. Wenn ich erstmal runtergesprungen bin, dann geht es eben nicht mehr so wirklich schnell weiter. Ich wechsle jetzt mal nicht auf Tauboga, weil Tauboga schon ein bisschen was mit abbekommen hat. Da fange ich mir jetzt den Habitak und was auch immer da rechts jetzt auf der Route kommt. Da haben wir dann, ja, wenn da was Besonderes dabei ist, eine große Auswahl für. Wenn da nichts Besonderes dabei ist, dann werde ich da wahrscheinlich nichts fangen, weil ich weiß, dass da eine Wasserroute ist und wir uns dann einen eventuellen Wasser-Pokémon als Option offen lassen könnten. Also, zeig mal her, kommt noch irgendwas? Ich warte jetzt auf den nächsten Spawn ab. Der kein Radfratz ist. Wenn das dann wieder ein Habitak ist, dann schnappen wir uns den. Wenn noch was anderes kommt, dann kann er sich jetzt zeigen, bitte. Ich würde lieber einen Habitak als einen Ibitak nehmen. Allein aus Pokédex-Gründen und aus Gründen der Fangchance. Ich will jetzt keine 75 Bälle auf einen Ibitak werfen. Das Radfahrt sitzt hierher. Wie ist denn das hier hinten hingekommen? Oh Gott, Junge, sie geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven. Wenn jetzt bitte einfach wieder ein Habitak da rauskommen. Ich wäre da sehr glücklich drüber. Dann ist die Chance nämlich sehr, sehr groß, dass wir sie sehr leicht fangen. Radfahrt, es geht mir nicht auf den Senkel. Hier scheint es wirklich nur Radfahrt, Radikal, Habitak und Ibitak zu geben. Oh. Und Nidoran männlich. Wisst ihr was? Ich nehme lieber Nidoking als einen Habitak. Wunderbar. Damit haben wir, falls unseren Nidoqueen was zustoßen sollte, noch einen Nidoking in der Hinterhand. Gut, die Sache ist, die Mondsteine werden wahrscheinlich eng, ne? Weil der Mondstein aus dem Mondberg, der scheint ja irgendwie nicht mehr vorhanden zu sein. Das heißt, man hat hier jetzt durchaus weniger Optionen, an den Mondstein zu kommen. Es sei denn, es gibt irgendwie eine neue Möglichkeit, an einen ranzukommen. Aber da wir rein theoretisch einen Pummeluff haben, hier immer noch liebend gern einen Pixie hätten, also wenn es noch eine Möglichkeit auf einen Pipi gibt, dann würde ich die auch gerne wahrnehmen. Dann wird es mit dem Mondstein ein bisschen eng. Naja. Mal gucken. Wir wissen es ja noch nicht. Vielleicht gibt es die tatsächlich auch ein bisschen häufiger, als ich jetzt denke. Nur halt im Mondberg nicht mehr. Noch nicht so früh, dass man wahrscheinlich noch nicht so früh Nidoking bekommen soll. Oder eben ein Pixie. Oder ein Knuddeluff. Oder eine Nidoqueen. Also die einzigen vier, die sich damit entwickeln können, von daher. Flowey. Du bist irgendwie jetzt gerade Dauergast hier bei uns. Die
Gesteins- und Wasserviecher sind aber einfach dein Metier. Und ich sage jetzt einfach mal, ich trainiere es noch bis Level 30 und wenn bis dahin keine gute Attacke gekommen ist, dann setzen wir den Blattstein ein. Oder wenn ich mich bis dahin informiert habe und gesehen habe, ob da noch eine Attacke kommt oder nicht. Natürlich reicht es nicht. Vielleicht nochmal zwei Attacken gefressen, wenn man sich mal wieder überschätzt hat. Warum müssen die jetzt immer ein Wasser-Pokémon mit einem Flug-Pokémon kombinieren, sodass ich immer wechseln muss? Ich meine, ist natürlich immer der perfekte Gegner für Ryan hier. Aber ich will halt nicht immer nur mit Ryan kämpfen. Mit dem eh total overpowerten Starter. Der bislang jeden Erinnerer alleine hätte aushebeln können. Ich sag's nochmal, Doppelkick vor Rocco. Dieses komische, total overpowered Special Attack Blitzetempo hier vor Misty und Schaufler vor Major Bob. Ich will gar nicht wissen, was vor Erika noch kommt. Ob wir irgendwie Feuerbacken oder so einen Scheiß bekommen, womit wir dann noch eine Feuerattacke bekommen, eine super starke Overpowerte. Oder ob Pikachu jetzt, wo er schon Doppelkick kann, jetzt auch plötzlich noch Feuerfeger lernen kann oder so ein Kram. Moment, ist das hier keine neue Route? Doch, Route 9. Route 10. Hier hätten wir uns also auch relativ easy einen Duran männlich holen können. Also wäre nicht schlimm gewesen, wenn wir hätten das Habitat genommen hätten. Es sei denn, hier kommt jetzt noch was Geileres. Also wir laufen hier unten in etwas größere Sicherheit mal ein bisschen hin und her. Super Lock Parfüm. Oh, das gibt sogar einen Super. Okay, es hält dann wahrscheinlich ein bisschen länger. Hier gibt es sogar einen Nidorina. Aber haben wir ja schon. Also Nidoran männlich, Nidoran weiblich ist hier wohl nochmal eine gute Chance, sie zu bekommen, wenn man die bislang noch nicht hatte. Aber wir haben jetzt beide schon. Wie schon mal sagte, wenn hier jetzt nichts Interessanteres als ein Habitat kommt, dann lasse ich diesen Encounter hier wahrscheinlich offen fürs Wasser. Falls wir später mal ein Wasser-Pokémon brauchen, dringend, dass wir uns hier noch ein interessantes holen können. Hm, das stand sie aber damals nicht. Ich fass es nicht. Es ist doch dieser kleine Bengel, der uns ständig dazwischen funkt. Wegen dir hat niemand mehr Respekt vor Team Rocket. Wenn das so weitergeht, können wir den Boss nicht mehr unter die Augen treten. Was bedeutet, dass dir jetzt eine ordentliche Abreibung vorsteht? Nicht so schnell. Ihr rottet euch zu viert gegen einen Sinnjungen zusammen? Das ist unverzeihlich. Keine Ahnung, wer du bist, aber wenn du dich einmischen willst, dann machen wir dich auch fertig. Ich übernehme die drei hier drüben. Kümmer du dich um den Hampelmann dort. Aber ich bin so müde. Die Antwort gefällt mir, packen wir es an. Die Musik sagt schon alles. Das ist cool. Da hat man sich an den neueren Pokémon-Editionen orientiert. Dass der Champ und auch die Top 4-Mitglieder schon so den einen oder anderen Einsatz im Hauptspiel bekommen. Und Lorelei, die hat sich echt gut gemacht. Also wenn die Musik nicht sofort eingetroffen wäre und sie nicht auf den Lapras gesessen hätte, hätte ich sie nicht sofort wiedererkannt. Sah optisch, fand ich, auch ein bisschen mehr aus wie das Team Flair-Mitglied da aus XY. Aber kann ja eigentlich nur Lorelei sein. Passt halt auch. Optisch sehen die sich jetzt schon leicht ähnlich. Nimm mal den Biss. Ja, vor der Attacke brauchte ich keine Angst, da habe ich sie immer 50% unseres Lebens ab, deswegen hat die beim ersten Mal so viel Schaden gemacht. Du
du bist doch nur ein Kind. Wie kannst du so stark sein? Achso, das hat er gesagt. Du bist doch nur ein Kind. Wie kannst du so stark sein? Wir waren zu dritt und hatten trotzdem keine Chance gegen dich. Deine Eis-Pokémon sind viel zu stark für einen gewöhnlichen Trainer. Wer bist du? Ich bin Lorelei von den Top 4. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch in Eiszapfen verwenden, so wie eure Pokémon. Du gehörst in den Top 4 und in dem Fall Rückzug! In dir steckt ein talentierter Trainer. Du hast mich sehr überrascht. Verstehe, du sammelst also die verschiedenen Arena-Orden. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem du dich der Pokémon-Liga stellst. Wir sehen uns später oder wir sehen uns wieder. Sieht auf jeden Fall cooler aus. Und was man geschafft hat, ist den einen, wie ich immer fand, relativ uninteressanten Top-4-Mitglied oder ein relativ uninteressantes Top-4-Mitglied relativ interessant zu machen mit einem neuen Design. Und dieser Story-Einbindung hier. Ich meine, Siegfried hat natürlich dadurch, dass er in Pokémon, ja, Gold und Silber dann noch die Champ-Rolle übernommen hat, natürlich eine etwas größere Wirkung. Ansonsten ist die Top 4 vom ersten Teil so ein bisschen, weiß ich nicht, austauschbar. Koga ist halt auch noch ein bisschen interessanter, weil er hier noch ein Arenaleiter war und dann eben zum Top 4 Mitglied geworden ist und so weiter und so fort. Aber ich fand irgendwie schon immer so ein bisschen, hey, guck mal, Janera, da ist noch jemand wie du. Ich fand da die Top 4 der ersten Liga eben dadurch, dass sie halt plötzlich aus dem Nichts kam und dann auch aus dem Nichts wieder weg war, wenn man sie besiegt hat, immer mit am uninteressantesten. Und das hat man hier definitiv schon anders gemacht. Ich freue mich schon, ob wir die anderen auch noch kennenlernen. Jetzt aber erstmal der hier. Und dann folgt die längste Höhle des Spiels und auch eine der längsten Höhlen, naja, sag ich mal, eine der unübersichtlichsten Höhen, die es damals so gab. Zumindest, wenn man keinen Blitz benutzt hat. Da das Ganze jetzt hier eine Attacke ist, die unser Pikachu dauerhaft und immer kann. Warum werden wir jetzt eigentlich so mit Evolis voll bombardiert bei den Gegnern? Wieso hat jetzt jeder zweite Gegner ein Evoli? Ich habe jetzt keine Lust auf die Princess zu wechseln, von daher macht Pikachu das jetzt mal. Und Anton, ja gut, da können wir dann bleiben. Vorne kommt jetzt ja die vielleicht etwas größere Herausforderung. Von dem bekommen wir vermutlich dann wieder ein kleines TM. Oder was anderes. Zuletzt gab es ja Pikachu-Bonbons. Egal, Blitz haben wir jetzt ja quasi als Fähigkeit für Pikachu. Und ich denke mal, dass wir jetzt hier Kleinstein nehmen werden. Wenn hier jetzt nicht eine ganz große Überraschung gibt, dass hier irgendwie Rihorn gibt, dann werden wir hier definitiv Pikachu nehmen. Der Fels ist ein hartes Pflaster, du solltest ein bisschen mit mir trainieren, damit du für alles gewappnet bist. Soll ich dir mein komplettes Trainingsprogramm mit dir durchgehen? Yep. Dann zeige ich der jungen Generation mal, wie man sich richtig ins Zeug legt. Das nächste Level Cap ist übrigens 32, wenn es immer noch das Gelb Level Cap ist, für Erika. Dafür müssen wir immer noch ein kleines bisschen an den Weg hinter uns legen. Dass diesmal nicht nur ein Pokémon ist, denke ich mal, es wird keine TM sein. So, Flowey. Ich hoffe, er setzt keine Konfusion oder so ein. Hypnose. Okay, dann hoffe ich immer noch, dass er keine Konfusion oder sowas kann. Putzi sieht auch echt cool aus in HD. Durchbruch. Na, mit Kampfattacken, damit kann er uns sonst wohin, genauso wie mit Wasserattacken. Und das heißt wohl, dass er keine Konfusion kann. Jupp, kannst du mal einen Karateschlag machen, so viel du willst. Da haben wir mit Flowey echt die richtige Wahl getroffen. Sobald wir aufwachen, heilen wir uns all das, was du uns hier in 3 Runden abgezogen hast. Wenn er langsam aufwacht, was war das denn? Geht doch. Hat sich gelohnt, dass du so von uns rumgekloppt hast, mein Freund. Jo,
Jo, bald alle Level 28, ne? Razav, okay. Wenn der auch Durchbruch kann, dann kann es durchaus die TM Durchbruch geben. Das sind zwei Kampf-Pokémon, gegen die wir hier entgegenstellen müssen. Nach können wir auch Megasauger einsetzen. Yep, es wird wahrscheinlich die TM Durchbruch geben. Dann nimm den... Oder nimm die Säure. Die hat eine höhere Trefferquote als Rasierblatt. Und dann finishen wir dich. Sehr schön. Ich glaube, ich habe mehr von dir gelernt, als du von mir. Hier deine Belohnung, die TM-Durchbruch. Es ist das Stück bei ihrem Lichtschild und Reflektor. Jep, das weiß ich. Kann auch durch Schutzschild hindurchgehen, glaube ich. Da bin ich mir aber nicht mehr 100% sicher, aber ich meine schon. Wo haben wir sie denn, die TM-Box? Da wollte ich nämlich mal ganz kurz durchgehen. Siedewasser wäre definitiv mal besser, solange wir noch keine andere physische Wasserattacke haben für Gyarados, damit wir das auch mal gegen sowas hier einsetzen können. Ja, dafür kann Tackle gerne weg. So, ansonsten Kopfnuss können alle lernen. Schaufler... Candido Princess schon. Donnerblitz kann Gyarados auch erlernen, aber Gyarados ist halt wirklich kein... Spezialangreifer. Durchbruch kann Pikachu wieder mal lernen. Aber diesmal ist es für keine Arena, wie es aussieht. Chanera kann es auch lernen. Kann Pikachu hier wirklich fast jede TM-Attacke lernen, was? Chanera könnte Durchbruch erlernen. Vielleicht sollte ich das machen. Aber mal gucken. Können wir uns immer noch überlegen. Und das war's auch schon. Ich dachte, wir hätten mehr TMs. Dann lassen wir es erstmal dabei. Und gucken, ob wir uns hier ein Teammitglied holen können. Jetzt ist Stockfinster. Möchtest du die geheime Technik Lichtblut einsetzen? Dieser Stockfinster-Effekt ist cool. Gut, es wird wohl ein Rihorn. Das gefällt mir, aber ich finde Rihorn deutlich cooler als Geowatz oder sonst was. Macholo wäre allerdings auch ziemlich cool geworden. Als ich Macholo da eben gesehen habe, habe ich gedacht, oh, ich schnapp mir Macholo und dann ist plötzlich in uns drin dieses Rihorn gespawnt. Ja, unser Encounter für diese Höhle hier ist wohl Rihorn. Hat sich das auch entschieden, ohne dass wir da wirklich Einfluss drauf hatten. Aber wie gesagt, hätte durchaus schlimmer kommen können. Also von allen Gesteins-Pokémon dieser Generation. Oh, shit, nein! Oh nein! Ja, es hätte schlimmer kommen können, aber ich glaube, Dragosso wäre besser gewesen. Weil, nur nochmal zur Erinnerung, wir haben diesen Alola-Tauschfunktion. Das heißt, wir hätten Dragosso... beziehungsweise Knogger zumindest zu Alola-Knogger machen können und dann hätten wir halt ein Feuer-Geist-Pokémon gehabt. Und es gibt im ganzen Spiel ansonsten nur ein anderes Geist-Pokémon, das ist Nebulak. Das wäre schon sehr geil gewesen. Aber leider kommt das für uns jetzt nicht mehr in Frage. Hauen wir das Fleckmon noch weg und dann sage ich endlich schlimmer, ich hoffe, ihr hattet Spaß, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn wir hier im Feldsturnier dann weitermachen, bis dann und auf Wiedersehen.